virtuell statt absagen. Das ist die Antwort der Hochschule Augsburg auf dieses Studienangebot, das wir heute mit erleben dürfen. Natürlich, Corona-bedingt geht es halt nicht anders. Wir müssen menschliche Kontakte vermeiden. Und deshalb meine Hochachtung an die Hochschule in Augsburg, weil es einfach wunderbar ist, dass man an dem Angebot festhält und mit der Digitalisierung alle Möglichkeiten nutzt, um eben auch den jungen Menschen, den Interessierten am Studium an der Hochschule in Augsburg, die Hochschule auch vorzustellen und das eben dann digital, sozusagen virtuell. Gut, dass wir technisch so aufgestellt sind und herzlichen Dank, Herr Rohrmeier und Ihr Team, dass Sie das einfach so toll organisiert haben und dass Sie diese Herausforderung annehmen. Mit virtuellen Räumen für Wunschstudienfächer können die Angebote den Abiturientinnen und Abiturienten, den Oberschülern, den Berufs- und Fachoberschülern allen mitgegeben werden. Ich halte es für großartig, denn natürlich ist in dieser Zeit der Unsicherheit eine gezielte Studienberatung ganz, ganz wichtig. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie es im Abitur laufen wird, wie sich diese Fragen beantworten werden. Aber wir rechnen und setzen alles daran, dass wir zum Wintersemester wieder einigermaßen regulär starten können. Deshalb ist Information jetzt richtig und wichtig. Und Kompliment an die Hochschule Augsburg, die kreativ mit diesen Fragestellungen aus der Corona-Krise heraus umgeht. Und so macht man es halt dann, wenn man das Normalprogramm nicht abspielen kann. Herzlichen Glückwunsch zur Hochschule Augsburg. Und ich darf den interessierten potenziellen Studentinnen und Studenten gute Gespräche und viele Informationen wünschen. Herzlichst, Ihr Bernd Siebler.